Genug. Hier endet es. Die Republik hätte einen besseren Einsatz für euch finden sollen, um Verwundete zu heilen oder Flüchtlinge zu begleiten. Welch eine Verschwendung. Ihr habt die Republik einmal von Balmorra vertrieben. Nochmal wird euch das nicht gelingen. Ihr wisst mein gnädiges Angebot wohl nicht zu schätzen, Jedi. Das Imperium hat Balmorra in der Hand. Die größten Waffen der Galaxis gehören nun ihrer größten Macht. Wenn die Republik darauf besteht, gegen diese Übermacht anzukämpfen, wird Balmorra leiden. Ihr werdet für eure Taten bezahlen. Mit Zeit, die ich auf einen Narren verschwende, wie mir scheint. Ein Satellitenverteidigungssystem mit freundlichen Grüßen von mir. Wie ist das für einen Anfänger, Adleraugen? Jungs! Sag mir, dass die anderen Adleraugen mich nur ignorieren. Hier bin nur ich und ein Haufen toter Imperialer. Seltsam. Die Adleraugen verlassen ihre Posten nicht, außer um so netten Leuten wie euch zu helfen. Offenbar hat der Hack perfekt funktioniert. Ich kann noch einen Befehl eingeben, bevor das System sich verriegelt. Sagt mir einfach, was ich... Nein, das darf nicht sein. Die Adleraugen werden exekutiert. Auf Befehl von Admiral Risea. Bleibt ruhig. Wo sollte der Admiral das tun? Ich kann das Satellitensystem einsetzen, um ihre Position ausfindig zu machen. Diese Befehle sind keine Stunde alt, wenn ihr euch sputet. Sag es. Der Angriff hat bereits begonnen. Da ist eine imperiale Kommandoanlage. Kann sie nicht lokalisieren. Zerstören unsere Verteidigung. Setz das Satellitensystem ein. Befehl finden. Sendekonsole herunterfahren. Mardin, Ende. Ich bin wirklich zerrissen, weil ein Haufen Zeug zerstört wird. Aber es geht hier um Leben und Tod. Wir haben nur einen Befehl. Wir müssen ihn einsetzen, um die Adleraugen zu finden. Tut es. Ich lasse keinen Unschuldigen sterben. Die Adleraugen werden in der Okara-Droidenfabrik festgehalten. Wir haben Glück. Das ist nicht weit weg. Ich habe ihre größten Verteidigungsanlagen mit Turbolasern ausgeschaltet. Aber da drin gibt es noch jede Menge Imperiale. Wenn die Adleraugen noch leben, werde ich sie retten. Ich kann euch nicht genug danken. Jetzt schnell. Thank you.
stirbt niemand. Uns gerettet. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand weiß, dass wir hier sind. Die Imperialen wollten uns für Zielübungen benutzen. Wir schulden euch was. Bringt euch in Sicherheit. Wir werden laufen, bis wir keine imperialen Flaggen mehr sehen. Danke nochmals. Willkommen zurück. Das Satellitensystem wurde ausgeschaltet und die Schlacht ist vorbei. Ich habe schon einige intensive Einsätze hinter mir, aber das... sagen wir einfach, die Käferstadt hat noch nie so gut ausgesehen. Wir halten das Imperium mit letzten Mitteln auf. Ich hätte sicher keine gefangenen Zivilisten befreit. Als Jedi hatte ich keine andere Wahl. Aber das Richtige ist nicht immer das Beste. Auf jeden Fall würden wir in einem riesigen Bombenkrater stehen, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ich danke euch. Balmorra ist noch lange nicht erobert. Was plant ihr als nächstes? Wir müssen in die bewohnten Gebiete vorstoßen und die Einheimischen kontaktieren. Unsere nächste große Offensive gilt dem imperialen Hauptquartier in der Stadt Zobrik. In der Nähe befindet sich eine ziemlich große balmoranische Widerstandszelle. Beg Talrot, der Anführer des Widerstands, hat unsere Hilfe angefordert. Aber das Satellitensystem hatte uns bisher davon abgehalten. Ich würde euch gerne schicken. Jeder, der gegen das Imperium kämpft, hat mich als Verbündeten. Beg ist ziemlich patriotisch. Eure Einstellung wird ihm gefallen. Ich berichte Beg, dass ihr euch auf den Weg macht. Er wird euch erwarten. Ich muss mich jetzt wieder um die Truppen kümmern. Wir sehen uns sicher bald wieder. Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Perfektion.
Also dieses Mal schleichen wir uns durch. Au! Behandelt die Wunde und stochert nicht darin rum wie ein nervöser Java. Verzeihung, Sir. Wir haben Gesellschaft. Oh, hallo. Ich bin Sergeant Karnes. Das hier ist Private Unlen. Wir versuchen, imperiale Daten zu beschaffen, ohne wieder beschossen zu werden. Um welche Art von Informationen geht es? Der Auftrag lautete, Datenrekorder aus abgestürzten imperialen Raumschiffen zu beschaffen. Sie enthalten wertvolle Daten über die Planetenverteidigung des Imperiums. Das ist doch Wahnsinn, Sir. Warum sollen wir immer wieder unseren Hals riskieren, wo jetzt ein Jedi hier ist? Ihr scheint ja zu glauben, dass es sich für diese Rekorder zu sterben lohnt. Das kann man wohl sagen. Imperiale Flottenpositionen, Codes, Batteriestellungen. Anlen könnte recht haben. Die Informationen könnten der Republik helfen, auf Balmorra Fuß zu fassen. Wir kämen damit der Befreiung des Planeten ein Stück näher. Ich gehe hier nicht weg ohne diese Rekorder. Aber uns fehlt die Ausrüstung, um an diesen Irren vorbeizukommen. Könntet ihr sie beschaffen? Es ist nicht das erste Mal, dass ich jemandem die Arbeit abnehme. Es widerstrebt mir sehr, jemand anderen für mich kämpfen zu lassen. Ich weiß das zu schätzen. Wenn wir aber die Energie... Ah, anscheinend ist eure Verstärkung eingetroffen. Jedi, ich bin geehrt, dass ihr euch unserer Sache annehmt. Ich heiße Beg Talroth und das hier ist Kanon Marek. Wir heißen jeden willkommen, der für ein freies Balmorra kämpfen will. Ich habe Verstärkung angefordert, weil wir unsere Aufmerksamkeit auf die Stadt Zobrik gelenkt haben. Sie ist zurzeit das imperiale Hauptquartier hier. Was ist mit den Bewohnern von Zobrik? Das Imperium hat alles, was balmoranisch ist, zerstört und die ganze Stadt mit seinen verdammten roten Bannern überzogen. Colonel Marek ist der höchst dekorierte Offizier in der balmoranischen Miliz und unser Mann im Imperium. Unsere beste Möglichkeit, Zobrik einzunehmen, ist ein Luftangriff. Wir müssen im Raumhafen landen und sie überraschen. Unser Transportschiff ist ein altes republikanisches Modell. Es fasst genug Männer, um das Imperium herauszufordern. Aber der Raumhafenschild deaktiviert alle nicht-imperialen Schiffe und es ist niemandem je gelungen, ihn abzuschalten. Balmorra ist kein sicherer Ort. Wenn man willkommen ist, dann schon. Wenn nicht, aber ihr seht ja, warum alle um den Planeten kämpfen. Wir sind glücklicherweise an den Troida-Disruptor gelangt. Ein Waffenprototyp, mit dem man den Schild von Zobrik durchbrechen könnte. Das Imperium hat Notsicherungen eingebaut und der Troida-Disruptor wird nur ein paar Minuten lang funktionieren. Zum Glück reicht uns das. Aber um die Waffe zu aktivieren, braucht man ungefähr so viel Energie wie für den Start eines Sternenzerstörers. Und die haben wir nicht. Der einzige Ort, wo es so viel Energie gibt, ist das Energiegitter von Zobrik. Mehr Generatoren findet man sonst nirgends auf Balmorra. Ein Generator ist doch wie jeder andere, oder? Das Imperium erwartet einen Angriff und hat voll bewaffnete Garnisonen bei jedem Generator stationiert. Wenn ihr an ihnen vorbeikommt und Energie von den Generatoren abzweigen könnt, aktivieren wir den Troida-Disruptor und brechen durch den Schild von Zobrik. Macht eure Leute bereit. Ich beschaffe euch die Energie, die ihr braucht. Ich überwache von hier das Energiegitter und kontaktiere euch, wenn alles bereit ist. Viel Glück!
Imperium hat ein ganzes gepanzertes Bataillon mobilisiert. Ihr macht das großartig. Imperialen übertreffen meine Erwartungen sogar noch. Sobeks Streitkräfte wurden auf ein Drittel reduziert. Haltet den Druck aufrecht. Ausgezeichnet. Sobreks Verteidigung wurde auf ein Minimum reduziert. Das Widerstandsteam dringt jetzt ein. Am besten folgt ihr ihnen und behaltet sie im Auge. Von dieser Mission hängt zu viel ab. Ich sorge dafür, dass unsere Verbündeten lebend zurückkommen. Das Widerstandsteam hat ein Fahrzeugdepot als günstigsten Zugangspunkt zum imperialen Computersystem ausgemacht. Übertrage jetzt die Koordinaten. Ich werde weiterhin Sobrek beobachten. Sobald ich Ärger sehe, kontaktiere ich euch. Passt auf unsere neuen Freunde auf. Over und Ende.